1, 2, 3, Test, Test, ich bin wieder dabei. Und ihr hoffentlich auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Es geht weiter in Odyssee Schlachtvieh. Und zwar ein krachender Schattenläufer. Und ich hoffe, ich befinde mich auf dem richtigen Weg zu diesen Banditen, wo sich die beiden Halunken, also die Bauerntölpel, die da heißen, Enim und Egil, genau richtig. Die sollen sich da irgendwie angeschlossen haben. Ich weiß jetzt nicht, ein schwerer Ast, ich wusste gar nicht jetzt, dass ein Schattenläufer mit einem schweren Ast bewaffnet ist oder war. Ja, schauen wir doch mal. Ich weiß nicht, ob wir auf der richtigen Seite sind. Richtige Richtung, richtige Seite. Hier ist schon wieder ein... Ah ja, okay. Ich weiß es nicht. Einfach mal gucken, einfach mal gucken. So, hier weiß ich, dass ich schon mal da war. Aber wo ist jetzt das Banditenlager? Bin ich hier richtig? Ja, 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 ja. Ich weiß es. Ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Es muss... Da war doch irgendwas mit so einem... Richtig, hier mit so einem Schloss. Genau. Haha. Mhm. Da habe ich doch den Schlüssel abgeluchst. Insofern in dieser Version. Genau, richtig. Jawohl, dann gucken wir mal. Und dann Dollar ist wieder dabei. Lauflieder. Ich sollte ich mal speichern. Ich war doch hier schon drin. Ich war doch hier schon drin. Ich war doch hier schon drin. Was, wo laufe ich denn hin? Dann kann das nur hier oben sein. Das ist so lange her. Genau, richtig. Dabei stand ja auch so ein Heinz hier. Naja, kommen wir oben hier auf so ein Plateau. Und dann kommen wir wieder bei den... Ja, das könnte eventuell einer sein. Gucken wir mal, wie heißt der? Er heißt Rengaru. Und das ist unser Klaubandit, richtig. Wollen wir mal schauen. Oh, der sagt ja gar nichts. Er macht nichts, der sagt nichts. Wenn du willst, kannst du gerne bei uns mitmachen. Wir brauchen fähige Leute. Es wird sich für dich lohnen. Das garantiere ich dir. Also, machst du mit oder nicht? Kann ich es mir nochmal überlegen? Tut mir leid, aber du musst dich jetzt entscheiden. Also, ja oder nein? In den Ladebildschirm wird der Tipp gegeben, schließ dich der Diebesgilde an und du erhältst neue Abenteuer. Werde ich natürlich machen, also gucken wir mal, ne? Ja. Ja. Gut, dann bist du jetzt dabei. Schüttel den Kopf, schüttel den Kopf, schüttel dein Haar für mich. Ja, gucken wir doch mal rein, was das jetzt gebracht hat. Ich bin jetzt Miliz und immer noch und dann gucken wir mal hier, die Diebesgilde. Rengaru ist also Mitglied der berüchtigten Diebesgilde von Corinnes. Ich habe sein Angebot, bei der Diebesgilde mitzumachen, angenommen. Mal sehen, was mich erwartet. Ja, das ist ja ein Tipp schließlich von dem Odyssey-Mod-Team selber. Aber schließlich habe ich die Banditen hier nicht gefunden. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt sieht es da hinten nach einem F-Magier aus. Also einem Feuermagier, der da heißt Daron. Ja, Daron. Ja, mit dem hatten wir schon gelabert. Basic. Daher hatten wir ja auch sämtliche Schalterches umgelegt. Hier ist nichts passiert. Oder sollte ich es nochmal versuchen? Nein, ich suche immer noch Enil und Elio und Enim. Ah, ja, jetzt geht es vielleicht eventuell hier weiter, nachdem ich die Feuernessel hier aufgelesen habe. Gucken wir mal auf der Karte. Jetzt sind wir hier voll sackende Gasse. Also wird hier nichts passieren. Aber wo ist denn die Diebesgilde, liebe Leute? Im Norden. Ja. Ein Uhu sitzt auf seinem Baum. Wieso bist du nicht in deiner Tube? Uhu. Ja, aha. Ja, nö.
Er ist hier in der Diebesgilde und es gibt noch nicht mal ein Erkennungszeichen. Musst du nur ja sagen. Ja, jetzt darf ich hier wieder weg oder was? Oder wie? Oder was? Oder was? Ah, okay, dann sind wir jetzt hier mal wieder durch. Hier seh ich noch was. Eine Feuerwurzel. Die meinte ich zwar nicht. Ja, dann Dolo, schauen wir doch mal. Hier in diesem dicken Farn gibt es nur Halbpflanzen. Ne, hier ist auch dicht. Ne, da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Wir werden wieder runter. Mensch, wo war denn jetzt diese blöden Banditen? Ich weiß, da war was. Ich meinte, die hätte ich auch umgenippelt. Menno, jetzt fällt mir gerade meine Folge ein. So mitten im Dunkeln und ganz hinten am Ende irgendwo auf so einem anderen Plateau. Und das war nämlich dunkel, deswegen kann ich mich nicht erinnern. So dunkeln erinnern. Im Dunkeln erinnern. Da war nämlich was. Und zwar... Ja, ich weiß es nicht, ob das der... Oh, hier ist noch was. Hier ist noch eine Höhle. Jetzt muss ich mal... Hä? Wo ist denn jetzt hier meine Orientierung? Ach, das ist die. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir hier wieder irgendwelche... Peoples von einem Bauernhof. Nö, haben wir nicht. Ich höre einen Schattenläufer. Den wir mal irgendwo... Ich war hier mal kurz drinne, dann bin ich ja wieder abgehauen. Waren wir hier mal drinne? Ich höre doch einen Schattenläufer. Also war ich hier schon drinne? Ja, ich war hier schon drinne. Oh Leute, tut mir leid, dass ich mich hier wiederhole. Aber ich höre doch einen Schattenläufer. Wo soll denn der bitte schön sein? Der muss ja hier ganz in der Nähe sein. Es gibt ja hier auch nur einen Seitengang, oder? Ja. Der ist ja hier oben irgendwo. Der wird hier oben sein. Vandolo, ich hoffe, diese kleinen Stüfchen wirst du mitnehmen. Ne, der ist zu doof. Der lärscht in die Höhle rein. Doch, jetzt kommt er mit hoch. Komm. Hier. Ewige Schritte nach vorne. Jawohl. Ich komme hier auch nicht hoch. Doch, so ein bisschen. So, Dandolo. Ah, Mist. Nee, er will wohl nicht. Ah, okay, dann will er nicht. Dann werden wir wieder runterfetzen. Aber nicht so, sondern anders. Oh. Wo bist du denn jetzt? Danke, dass du mich befolgst. Was sind das für ein Areal hier? Kenne ich doch. Nicht. So. 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 So, da sind Peoples. Reges Arbeiter, Reges Alvin. Ja, schauen wir mal. Hallo Arbeiter. Na, ich glaube, der ist uninteressant. Das hätte er auch selbst wissen können. Hallo Arbeiter. Ist denn hier noch irgendwas? Nee. Ach, ich weiß, wo wir sind. Wir sind im Norden. Ja. Wir sind im Norden wieder bei Papa und Mama. Hab mich jetzt völlig verfranst. Da muss ich mal nachgucken. Harald, hey, da, der Schmied. Irgendwann muss das hier so kommen. Der kann mir beibringen, wie ich stärker werde. Apropos Stärke. Ich hätte das anders gemacht. 68 mittlerweile und 18 Lernpunkte. Ja, was machen wir denn hier noch? Hier können wir eigentlich gar nichts Großartiges machen mehr, ne? Also schwarze Magier, rote Laterne, miese Typen. Miese Typen, was waren denn das? Wird Orlan in der Hütte. Bürgerin. Nee, das ist jetzt mir ein bisschen zu komisch. Hier sind wir nicht richtig. Ich muss mal eben kurz kontemplieren. So, jetzt habe ich mal ein bisschen kontempliert und diese ganze Rumwanderei und Rumsucherei, die ging mir so ein bisschen auf Ketten. Deswegen machen wir mal so einen kleinen Ausflug. Und zwar hier Onas Hof. Warte da werde ich auf mich nämlich auf Ona. Ja. Gut, okay.
Da werde ich mich nämlich hinbeamen und dann gucken wir mal. Nee, alte Pyramide ist es nicht. Hier haben wir es. Onas Hof. Ja, so ist es ja nicht gemeint. Wir werden nämlich mal runterfetzen. Und zwar zu Teklas Boutique. Nein, zu Teklas Restaurant. Denn ein eifriger Zuschauer und auch der Alan Dufont, der Mitentwickler dieser Mod, an dieser Stelle auch mal wieder Grüße raus, hat mir einen Hinweis gegeben, geh doch mal zu Tekla hin. Bin mal gespannt, ob sie eine Fischsuppe für mich hat oder eine andere Suppe. Eine kräftige, ich weiß es nicht. So, putsch. So, mal gucken, ob unser Dandolo schon hingefunden hat. Glaube ich nicht. Doch, hat er, mein Gott. Geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Hey, du. Komm mal mit. Auf sicher geht. Ist sicher. Oh, wo ist denn unsere Teklas Taverne? Taverne von Tekla. Schauen wir mal, wie das so abgeht hier. Oh yeah, yeah, yeah. Da war ich nämlich noch gar nicht drin. Was? Una hat also eine Palisade errichten lassen, um sich vor den Orks zu schützen. Das ist ja wirklich nicht mein Problem. Das helfen wir jetzt. Okay, Dandolo, schön, dass du mal diese Information gebracht hast. Cypher, Söldner. Okay, lassen wir erstmal außen vor und gucken uns erstmal Hodges an. Hodges? Hallo, ich bin neu hier. Nimm es mir nicht übel, aber ich habe nicht viel Lust, mich zu unterhalten. Du hast wohl viel zu tun, was? Ja, ja. Kann man wohl sagen. Unsere Männer brauchen jede Menge Waffen. Da bin ich den ganzen Tag beschäftigt. Das hat er wirklich nicht verdient. Was kannst du mir denn über den Hof erzählen? Was kannst du mir über den Hof erzählen? Du bist hier auf Onas Hof. Das große Haus ist sein Wohnhaus. Er hat einen Flügel freigemacht für die Söldner. Seitdem müssen wir Bauern in die Scheune pennen. Aber mir soll es recht sein, ist schon gut, dass wir jetzt Leute haben, die auf den Hof aufpassen. Das Haus hier ist die Küche. Ich glaube nicht, dass ich. Vielleicht hast du Glück und Tekla hat was zu essen für dich. Ja, das meine ich doch. Was mit den Söldnern? Sind die böse? Was ist mit den Söldnern? Ona hat sie angeheuert, damit sie uns die Milizen aus der Stadt vom Hals halten. Aber sie passen auch auf den Hof, die Schafe und Bauern auf. Also lass dir bloß nicht einfallen, was zu klauen oder in irgendwelchen Truhen rumzukramen. Die warten nur auf eine Gelegenheit, dich umzuhauen. Das kann man sich nicht kaufen. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Vergiss es. Du bist ein Kämpfer des Königs. Okay. Ich würde von den Söldnern gewaltigen Ärger bekommen, wenn ich dir Waffen verkaufen würde. Dann nicht. Heute ist noch was. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Dann ist ja gut. Jo, Dandolo, komm mal mit. Lass uns hier in die Küche gehen. Und zwar die bestuhlt betischte Küche. Und gucken wir mal, wer ist denn alles hier? Bauer, Bauer. Ah, hier ist die Rosi. Hallo Rosi, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Entschuldige, ich bin jetzt nicht in der Stimmung, mit jemandem zu reden. Du vermisst deinen Sohn, aha. Du vermisst deinen Sohn? Ach ja, Till. Ja, wir wurden getrennt, als wir einer Bande von Orks begegnet sind. Weißt du vielleicht, in welche Richtung er geflohen ist? Leider war ich viel zu aufgeregt, um das zu bemerken. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ja, hoffentlich auch. Hoffe ich auch. So, wer ist er denn da hinten? Carsten. Wer zum Geier ist Carsten? Ein neuer, nicht spielbarer Charakter? Gucken wir mal, fragen wir nochmal. Vielleicht einer aus dem Mod-Team irgendwie, ein Kumpel oder so. Hallo, wer bist du? Ich heiße Carsten und bin Handwerker. Was machst du hier? Die Orks haben die Stadt überfallen, da habe ich mich aus dem Staub gemacht. Jetzt sitze ich hier und warte, bis der Spuk wieder vorbei ist. Okay. Und sonst? Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Wenn mir keiner hilft, kann ich einpacken. Um was geht es denn? Nun, bei der Flucht aus der Stadt musste ich an der Baustelle am Rathaus mein Werkzeug zurücklassen. Wenn mir das keiner holt, müsste ich irgendwoher Neues bekommen. Sonst kann ich meinen Beruf an den Nagel hängen. Was brauchst du? Am wichtigsten wäre eine Kelle, eine Raspel und ein Hobel. Aber vielleicht findest du ja noch mehr.
Ich könnte nämlich noch einen Spaten und eine Spaltaxt gebrauchen. Wenn du mir die Kelle, die Raspel und den Hobel besorgst, würde ich dir 300 Goldstücke geben. Und für Spaten und Spaltaxt lege ich noch jeweils 100 drauf. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Ja, das sehe ich auch. Ja. Er ist ein Handwerker. Klar, mache ich doch gerne. Danke, mein Freund. Das werde ich dir nicht vergessen. Ja, ich dir auch nicht, Carsten. Was ist denn das hier beim Rathaus? Das ist ja wohl ganz in der... So, an seiner Baustelle am Rathaus von Corinnes am Werkzeug liegen lassen, um weiter Arbeit zu können. Braucht er wenigstens eine Kelle, eine Raspel, eine das ist klar, 100 Goldstücke zusätzlich, verschiedene Extrahäuser, aber eine Spaltaxt wird wohl nicht dabei sein, oder doch? Wenn nicht, müsste ich mich bei einem Holzfällerlager umsehen. Da gucken wir doch mal, ob wir überhaupt eine Spaltaxt haben. Das würde mich mal interessieren, eine Spaltaxt. Wenn, dann wäre sie... Schiffsaxt. Mhm. Okay, das sind militärische Orks-Äxte. Hier vielleicht. Ne, eine gewöhnliche Axt ist das. Vielleicht das? Eine rostige Axt? Nein, auch nicht. Hier, zwei. Grobes Kriegsbeil. Auch. Sieht Axt ähnlich aus. Und hier? Beil. Also, wie es aussieht, haben wir keine Spaltaxt. Müssen wir die dann mal im Laufe des Spiels kaufen oder uns dran erinnern. Ja, dann gucken wir doch mal weiter. Bauer, Bauer. Da ist noch ein Bauer. Also hier ist ein Söldner. Und du bist? Javis. Ein alter Bekannter. Hallo. Wie ist die Lage? Soweit alles ruhig. Bin gespannt, wie das hier alles ausgeht. Okay, ja, ist ganz gut. Hast du noch irgendwas zu sagen? Hallo? Hallo, wie ist die Lage? Soweit alles. Ja, okay. Ja, Tinklerchen. Was machst du hier in meiner Küche? Ja, ich will was essen. Das riecht aber lecker hier. Oh ja, ich kenne Typen wie dich. Die rennen hier zuhauf rum. Wollen sich erst einschmeicheln und wenn man sie mal braucht, sind sie nirgendwo zu sehen. Daran wird sich nie etwas ändern. Kann ich aber was haben? Kann ich was zu essen haben? Nichts da. Soldaten des Königs werden hier nicht bedient. Aha, woher würden die das wissen? An meiner Kluft oder was? Kann ich nicht vielleicht doch etwas von deinem Eintopf haben? Ich sagte doch bereits, dass Soldaten des Königs bei mir nichts bekommen. Und dabei bleibt's. Das liegt doch auf der Hand. Okay. So, dann ziehe ich mich mal eben schnell um. Mal gucken, vielleicht ändert sich ja da mal was. Kann ja sein. Kann ich nicht vielleicht doch etwas von deinem Eintopf haben? Ich sagte doch bereits, dass Soldaten des Königs... Okay, das hat nichts gebracht. Dass ich mich mal eben umgezogen habe. Aber die weiß wohl irgendwie, kann das wohl an meiner Nase sehen, dass ich Soldat des Königs bin. Wer bist du? Du bist nur ein Söldner. Ja, auch gut. Ach, Moment mal. Stopp mal. Ich darf ja nichts klauen hier, hieß es. Aber hier hinten war doch noch eine Truhe. Und wenn ich die jetzt mal klaue, bevor ich das mache, speichern, gucken wir mal nach. Oh, verschlossen? Nee, nicht. Aha, Fleisch, ist das wirklich wahr? Ich bin jetzt wieder gemacht. Im Kopf. Okay, gut. Diesmal habe ich es mir gemerkt mit der Alt-Taste. Alles auf einmal looten. Was gibt's denn sonst noch? Ah ja, hier fast mit Äppeln. Was? Hat hier jemand sein Schwert gezogen? Oder macht nur einer Übung? Ach ja, bis. Okay, alles klar. Da frage ich mich, wie er das hat bemerken können, durch die Wand durch. Also lassen wir erstmal die Finger hiervon, sonst wird's übel. Okay. Ja. Schaut mal, die gucken mich alle so dumm an. Gucken, wo ich hingehe. Aha. Im Wachmodus sind die. Also jetzt nicht im Schlaf, sondern im Wachmodus, im Aufpassen-Modus. Ja, dann gucken wir uns noch ein bisschen weiter oben. Wen haben wir denn noch hier so anzuquaken? Wie zum Beispiel Cypher. Hallo, kannst du mir sagen, was hier los ist? Die Orks sind los, das ist los. Was kannst du mir über die Orks sagen? Nicht viel, nur dass sie uns ganz gewaltig auf die Pelle rücken. Man muss ständig damit rechnen, dass bald der nächste Großangriff kommt. Das ist ganz schön nervenaufreibend, sag ich dir. Das war doch Alexander. Grüße gehen raus. Brauchst du das nicht zu
Ja, Alexander Mateka. Der hat immer den... Ach, hier ist ja der da. Also Alexander Mateka hat immer den namenlosen Helden, also meistens den namenlosen Helden der Mods in den Mods gespielt. Und da, unser Kiffer, mal gucken. Ah ja, er ist unser Kiffer. Was rauchst du Mondlicht. Willst du mal ziehen? Der kann einem leid tun. Klar, machen wir mal. Klar. Ich werde mich da nicht... Nicht schlecht, was? Ui. Geht so. Hast du noch mehr von dem Zeug? Das hätte er auch selbst wissen können. Hat er jetzt nur genickt oder... What's the matter jetzt? Meine Meinung noch ein paar Stängel. Mein Vorrat wird langsam zu Ende. Wo bekomme ich nur so schnell neues Kraut her? Das war doch schon vorher klar. Aha. Das war jetzt eine offene Frage. Man muss eben aufpassen, auf die ich nicht antworten kann. Gut, da hinten waren wir ja mal. So, in dem Gebäude von Ona waren wir noch nicht drin. Gucken wir nochmal nach weiteren NPCs. Also, hier ist nur ein Bauer. Gucken wir mal, wen haben wir denn hier? Hier haben wir zum Beispiel Bodo. Bodo. Wie steht's? Truppen des Königs sind auf dem Hof nicht gerade willkommen. Viele der Leute hier werden wohl trotzdem mit dir reden, aber beliebt machst du dich hier bestimmt nicht. Also dann wissen wir, was los ist, warum die alle so blöd gucken. Was ist mit den Orks? Was soll mit denen schon sein? Wir müssen verdammt aufpassen, dass die uns nicht platt machen. Aber egal wie es läuft, stets wird der Krieg auf dem Rücken der Bauern ausgetragen, aber ohne mich. Tja, Bodo, machen wir mal ein bisschen Licht in die Sache hinein. Ich habe nämlich noch ein paar Fackeln. Wo sind sie? Hallo, Fackeln. Ja, ganz unten. Diesmal sind sie ganz unten. Sehr schön. Dann fragen wir nochmal nach Bodo nach. Ich bin mir da nicht so sicher. Was kann ich mir irgendwo ausruhen? Ah ja. Kann ich mich hier irgendwo ausruhen? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh in die Scheune. Aber leg dich nicht aus Versehen in das Bett eines Söldners. Ona sorgt zwar dafür, dass sie uns Bauern in Ruhe lassen, aber mit Fremden, die nicht zum Hof gehören, machen die Söldner, was sie wollen. Wo hast du das denn schon wieder? Klingt gefährlich. Alles in Ordnung? Ja, im Moment kann ich nicht klagen. Dann ist ja gut, Bodo. Okay, dann haben wir den Bodo auch schon mal. Ach ja, also sind wir hier nicht gerne gesehen, Dandolo. Hier ist eine Bäuerin. Oh, ja, guck, jetzt, die stehen ja alle auf. Verdammt. Was willst du? Ja, verdammt. Hodges. Den hatten wir doch schon. Alles in Ordnung? Ja, alles in... Ja. Klar, der stand ja an der Schmiede. In der Schmiede. Na, gucken wir. Oh, Dandolo ist so clever, kommt da durch. Markt. Gunnar. Das ist doch auch ein Bauer. Und zwar vom Onas Hof. Wie sieht's aus? Männer des Königs sind hier nicht willkommen. Am besten gehst du zum alten Turm. Ja, ja. Dort haben sich Lord André und seine Männer zurückgezogen. Ich denke, dass du dort besser aufgehoben bist. Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Und die Orksöldner? Na, die kamen natürlich mit den Orks aus Myrtana. Möchte zu gern wissen, wie viele von denen da sind. Am meisten aber würde mich interessieren, wo dieser Verrückte hergekommen ist. Na, wahrscheinlich auch aus der Kolonie. Was für ein Verrückter? Vor gut 2 Wochen kam so ein Typ auf den Hof und fragte, wo man ungestört leben könnte. Der Typ sah aus wie ein Butler. Ich sagte ihm, da muss er schon auf die Berge hochklettern, wenn er seine Ruhe haben will. Anschließend sah ich, wie er sich in den Wald verdrückt hat. Da, wo unsere Kräuterhexe lebt. Ah! Würde zu gern wissen, was aus dem Knaben geworden ist. Sargitta. Das ist doch Sargitta. In der Nähe von Sargitta ist das. Markt. Ah, okay. Hodges ist klar. Jetzt pennt er plötzlich hier. Verdammt. Okay. Was willst du? Verdammt. Dann sind wir hier was auch ist durch. Los? Ja, was ist wohl los, Leute? Wir rennen mal durch die Scheune. Ja, hier ist Wolf. Ich darf alles in Ordnung? Was man hört. Klar. Alles ruhig. Mhm. Was war mit den Einsiedler? Also, Krypta. Ach, Moment, hier steht wieder ein bisschen mehr als das, was uns der Mann da gesagt hat.
Richtung, wenn er aber in die Berge hin, also die Berge aufgeklettert ist, wird das eine ganz schöne Kletterei für ihn gewesen sein. Soweit ich mich erinnere, kommt man bei der alten Krypta viel besser hinauf in die Berge. Ich sollte daher versuchen, dort hochzuklettern. Ich würde nämlich zu gerne wissen, wo dieser Einsiedler ist. So. Und das ist auch, finde ich, ein Hinweis, die mir einige ordentliche Zuschauer in den Kommentaren gegeben haben, wo der schwarze Troll ist. Das ist nämlich bestimmt da in der Gegend. So, Rod, komm her, sag was. Alles klar? Was willst du denn von mir? Du gehörst zu den Männern des Königs und die können mir gestohlen bleiben, klar? Ist klar, wie sieht's aus? Wie geht's? Du gehörst nicht hierher. Du sollst besser woanders rumhängen. Ja, gut. Das hast du nicht gewusst. Hallo! Lass mich in Ruhe. Ja, okay. Wollte mal gucken, was ein Söldner so alles sagt. Oh. Wo willst du hin? Oh, Sentenza! Ich wollte mich hier nur mal umschauen. Tja, hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Tja, du willst zum Hof. Wieso bist du sonst den ganzen Weg hierher gelatscht, ne? Also erzähl mir keinen Mist und dann kannst du weiter. Okay. Alles in Ordnung? Wenn du es sagst. Okay, Sentenza. Raoul. Hey. Hallo. Was heißt hier Hallo? Wo bist du eigentlich, Freundchen? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du ein Schnüffler von André oder einer dieser lausigen Orksöldner? Ich komme vom Kriegsschiff Albatros und... Komm, erzähl keinen Blödsinn. Die Flotte von Roba liegt auf dem Meeresgrund. Wenn du meinst... Ja, das meine ich. Und ich warne, wenn du ein Spion der Orks bist, bist du fällig. Nö, ich bin kein Spion der Orks. Hey, du... Oh, sowas von gar nicht. Okay, hallo? Hallo! Ich behalte dich im Auge. Ja. Das wird aber schwer werden. Sag mal, hier steht noch einer an der Tür. Ist das der Münzenmensch? Nee, Pardos. Pardos. Alles klar? Ich bin fertig. Völlig fertig. Ich bin fertig mit mir. Und warum? Kopf hoch. Alles wird gut. Danke. Danke für deine Worte. Ja, weiter? Danke, danke für Kopf deine hoch. Worte. Alles wird gut. Danke. Okay. Ja, nicht reinspringen. Oh. Ja, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir gehen, können wir hier durch. Hier waren doch auch noch so Vorleute. Ja, nee, hier, ja, die sind weg. Weil da sind die Orks, da wollen wir jetzt nicht lang. Ne? Ich verabschiede mich schon mal hier an dieser Stelle. Wir haben mal so einen kleinen Ausritt hier auf Onas Hof gemacht, Teklan Besuch abgestattet, einen neuen NPC namens Carsten kennengelernt, der sein ganzes Werkzeug wieder haben will, damit er seinen Job an den Nagel hängen kann. Nein, das ist jetzt ein Witz von mir. Schreibt mir einen Kommentar, einen Daumen und ihr wisst Bescheid. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke für euer Zusehen. Ciao.